eine diese Zeichen. Ich werde ver. Ralph, kannst du. Ja. Gut, können wir. Du, ich. Und. Ja, ich klicke jetzt mir, mal schnell irgendwie durch. Warum? Rob, ja. Aber du hast gesagt, Super. Dann pack das Bild ein. Ja, Imber, Zwischenszene habe ich gemerkt. Wunderschöne Papiere an der Wand. Seiten einige. Das Loch. Ein Stück Papp. Ich werde. William. Sie. Will. Glück 2. Das ist. So, fertig. Na, also. Hören Sie mich. Ich. So, Ralph, hilf mir. Sonst weiß ich nicht, Ralph, dass da ein Loch kannst du mich Bett hören? Ist. Rob, hör, du musstest wetten, Rob, wenn du es... Ich, Mister... Also, wie ist James... James, er hat... Okay. Ach Mist, jetzt habe ich auf böse geklickt. Ich wollte nicht auf böse... Ich wollte gerade zu ihm nicht böse sein. Ich sollte verschwinden. Ich soll... Gerade zu Ralph, der wirklich lieb ist. Also, der kann nichts dafür. Er macht ja nichts Böses. Er ist halt nur... geistig nicht auf dem Stand, wie sein Körper ist. Brauchen Sie... Ich... Es hat einfach stehen geblieben. Können Sie mir... Aber... Da, ich glaube... Ich... Aber dafür kann ja nun echt der Typ nicht. Und dann... Oh. Ja, wir sagen nichts. Ich wusste nicht, ob eine in... Gut, guck dir die Dosen dieser Ort an. Sieht... Da ist nichts... Drinnen hat, wenn der Fuß dem keinen Schritt. Zuerst werde ich. Okay, dann speichern wir mal. Ich gehe davon aus, wir müssen das machen. Vielleicht sollte ich mich... Ich bin an Armen und Beinen gefesselt. Okay, du musst hier sehr schnell sein, habe ich verstanden. Du musst hier echt schnell sein. Das ist ja hart. Vielleicht sollte ich... Anscheinend hebt er ein Grab für mich aus. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Jetzt schlägt er mich mit der Schaufel tot. Okay, ich muss schneller sein. Vielleicht sollte ich... Ja, ja, schau dir die Umgebung an. Stirb dabei fast. Von wie lange brauchst du denn, um mit dem Messer
deine Beine freizuschneiden. Die Arme verstehe ich ja noch, aber die Beine? Okay, also das bringt mir so oder so den Tod. Da ist er generell zu langsam für, verstehe. Also. Beine schneiden wir nicht frei, sondern nutzen nicht das Messer mit James, die Säure auch nicht, das Bild nicht, die Melodie. Diese Melodie. Ich kenne sie. Ja, du kennst sie. Versuche, dich daran zu erinnern, James. Ich habe sie so oft gehört, als ich ein kleiner Junge war. Vertrau mir. Ich sage die Wahrheit. Ich bin Samuel. William war mein Freund, so wie er deiner war. Samuel? Ich erinnere mich nicht an den Namen. Es ist alles so weit weg jetzt. William hat dich wie einen Sohn aufgezogen. Ich wollte nur wieder nach Hause. Ich habe William einen Brief geschickt, aber er hat ihn weder beantwortet, noch hat er mich besucht. Er konnte nicht kommen, James. Ich habe deinen Brief gefunden. Deswegen bin ich hier. Warum konnte er nicht kommen? Ist er krank? William ist tot. Nein, das glaube ich nicht. Du lügst. Er wird kommen und mich nach Hause bringen. Du musst mir vertrauen, James. William ist vor wenigen Tagen gestorben. Man fand seine Leiche am alten Turm. Alle halten es für einen Unfall. Aber das glaube ich nicht. Ich bin zu dir gekommen, weil du mir helfen kannst, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich? Ich kann dir gar nicht helfen. Ich glaube nicht mehr an die Wahrheit. Aber du weißt etwas, was mir helfen würde, sie zu finden. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Und wenn du mich belügst? Und wenn du nur gekommen bist, um mich zurückzubringen? Ich bin jetzt dein einziger Freund, James. Wenn du mir sagst, was du weißt, helfe ich dir, nach Hause zu kommen. Warum sollte ich dir vertrauen? Nun, dir bleibt nichts anderes übrig. Richtig. Vielleicht bist du wirklich mein einziger Freund. Und wenn du lügst, spielt es eigentlich auch keine Rolle mehr. Ich kehre nie wieder dorthin zurück. Lieber bringe ich mich um, als wieder bei diesen Menschen zu sein. Das wird nicht nötig sein, wenn du mir hilfst. Na gut, ich sage dir alles, was ich weiß. Also, William. James, ich weiß, dass du früher im Schloss gelebt hast. Warum ließ William dich in Ashbury einweisen? Es war nicht William. Es war Robert, der mich an diesem furchtbaren Ort hat aufwachsen lassen. Er hat mich gegen Williams Willen hingebracht. Er hat ihm gesagt, dass ich es dort besser hätte, dass ich nur ein paar Wochen dort verbringen würde, dass es mir helfen würde. Aber du bist nie zurückgekehrt. Er redete William ein, mein Zustand würde sich verschlechtern und dass er mich für ein oder zwei weitere Monate behandeln müsse. William glaubte seine Lügen und ließ mich in Roberts Obhut. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum er mir das antat. Wie konnte er das nur zulassen? Dann hat ihn Robert also die ganze Zeit belogen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst heimkehren können. Aber jetzt hat sich alles verändert. Ich bin hier und niemand, nicht einmal Robert, wird mich zurückbringen. Ich hasse diesen Bastard. Weißt du, Robert ist vor 2 Tagen nach Ashbury aufgebrochen. Er sagte, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit hinfahren. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen, weder im Schloss noch im Sanatorium. Gut, vielleicht hat er endlich das bekommen, was er verdient hat. Vielleicht hat ihn jemand wegen seiner vielen Gräueltaten umgebracht. Ich jedenfalls werde ihn nicht vermissen. Gräueltaten? All die geheimen Experimente an seinen Patienten.
Er ist von der Idee besessen, eines Tages eine große Entdeckung zu machen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Er ist es, der wahnsinnig ist. Was hat er eigentlich gemacht? Er hat uns alle möglichen Mittel gespritzt. Einige sind daran gestorben. Die Insassen des Sanatoriums sind für ihn nur Versuchskaninchen. Warum ist das nie rausgekommen? Er macht, was er will. Niemand hat je davon erfahren. Als ich ihm sagte, dass ich nach Hause will, gab er mir eine Spritze. Danach wusste ich 2 Tage lang nicht, wer ich bin und wo ich war. Er weiß ganz genau, dass ich ihn verraten und damit alles verderben könnte. Ich wollte keine 2. Spritze mit dem Zeug bekommen, also lief ich weg. Ich möchte, dass du dir das hier ansiehst. Ich weiß, dass William dir vor langer Zeit etwas Ähnliches zur Aufbewahrung gegeben hat. Ich möchte es gerne zurückbekommen. Er hat es mir geschenkt, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. William hat gesagt, ich solle es sorgfältig aufbewahren und niemandem davon erzählen. Und er hat es sehr ernst gemeint. Und wo ist es jetzt? Hast du es bei dir? Nein, man hätte es gefunden und mir weggenommen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt, genau vor ihren Nasen. Keiner würde auf die Idee kommen, es dort zu suchen. Wo? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. William... William ist tot und ich muss dieses Ding finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um an die anderen zu kommen. Na gut, ich werde es dir sagen. Es ist in der alten Kanalisation unter dem Schloss. Aber da ist keine Kanalisation. Meinst du den Keller? Doch, es gibt sie. Unterhalb des Kellers. Man gelangt über ein Abwasserrohr dorthin. Und da finde ich es? Ja. Ich muss jetzt gehen, James. Okay, ich versteck mich wieder. Guter Plan. Okay. In der Kanalisation also. Durch ein altes Abflussrohr. Haben wir irgendwo ein Abflussrohr gesehen? Ja, ist die Tür ist geschlossen. Nimm einen Schlüssel.